Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video bauen wir uns was sehr, sehr Schönes und Edles für die Werkstatt selber, was wir auch praktisch benutzen können. Denn im heutigen Video bauen wir uns hier so eine Reißnadel. Das sind Reißnadeln für Holz und damit könnt ihr halt eben ganz, ganz genau auf dem Holz markieren, wenn ihr zum Beispiel Zapfen ausstemmen möchtet oder wenn ihr zum Beispiel mit der Hand so ein paar Löcher zum Bohren markiert. Das zeige ich euch heute, wie wir uns hier so eine schöne Griffform herstellen, wie wir das Ganze zusammenbauen und wie es einfach funktioniert, bis wir halt eben so einen fertigen, bis wir so eine fertige Anreißnadel haben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen und ganz viel Spaß beim Nachmachen. Endlich geht es jetzt mit dem Bau von dieser schönen Reißnadel los. Da werde ich dir genau zeigen, wie man das Ganze macht, was man braucht. Und ich würde sagen, wir schnabbeln nicht so viel, wir fangen direkt an. Hier haben wir unseren schönen Bausatz. Da ist als erstes mal hier vorne die Nadel. Ganz wichtig, die ist für Holz gedacht und nicht für Metall. Da haben wir, wie gesagt, hier die Nadel, die ist relativ groß. Und dann haben wir hier noch ein paar mehr Teile. Wir haben diesen Bausatz eine Hülse, denn mehr brauchen wir in dem Fall nicht. Dann haben wir das massive Kopfstück. Das ist auch sehr, sehr schwer. Das ist wirklich toll. Hier diese äußere Kappe. Und hier diese beiden Gewindeaufsätze, die müssen wir später auf die Hülse aufpressen. Da werde ich euch im Video zeigen, wie das Ganze vonstatten läuft und ohne, dass man sich da ganz viel hier in Zermürben bereitet. Wir brauchen natürlich ein paar Sachen, damit wir das Teil herstellen können. Und zum einen brauchen wir, wie jedes Mal bei solchen Bausätzen, eine Mandrill. Damit können wir dann die ganzen Teile aufspannen. Und bei der Standardmandrill sind hier solche Distanzhülsen mitgeliefert. Bei mir sind die mitgeliefert. Wenn ihr die woanders geholt habt, weiß ich nicht, wie es da ausschaut. Wenn die andere Durchmesser haben, müsst ihr die gegebenenfalls halt eben nachkaufen. Hier diese Standardhülsen, die ihr eigentlich normalerweise benutzt, wenn ihr extra Hülsen für Bausätze habt, damit ihr da ein bisschen Platz zueinander gestalten könnt. Die haben 8,6 mm im Durchmesser und die können wir auch für hier diesen Bausatz benutzen, denn da brauchen wir keinen Durchmesser, den wir erstellen müssen anhand von diesen Distanzhülsen. Das bedeutet, falls ihr keine Standard-Distanzhülsen habt, die bei mir hier mitgeliefert werden und ihr das Teil woanders her habt, dann solltet ihr euch welche dazu holen. Wenn ihr schon welche habt, braucht das halt eben nicht. Aber ihr seht es ja gleich auf der Drechselbank. Ich habe hier ein schönes Stück Rubin hier, was ich mir jetzt markieren werde, damit ich so eine Bandsäge mal grob zuschneiden kann. Teil auf Länge schneidet, machen wir hier. In dem Fall brauchen wir einen normalen 7er Bohrer, also auch keinen speziellen Bohrer. Um die Hülse einkleben zu können, müssen wir sie erstmal jetzt anschleifen, dann haftet der Kleber einfach besser daran. Als Kleber benutze ich Sekundenkleber, damit habe ich halt eben ganz, ganz gute Ergebnisse erzielt. Aber vielleicht kennt ihr ja da einen besseren Kleber. Ich setze die Hülse mal ganz gerne mit der Spitze hier vorne ein, nehme mir dann den Sekundenkleber. Wenn ihr damit in Kontakt kommt, solltet ihr ein bisschen aufpassen und am besten Handschuhe anziehen. Das ist nicht so gut für die Hände. Auf jeden Fall gebe ich hier dann den Sekundenkleber auf und ich mache da relativ viel tatsächlich drauf, damit auch genügend überall dran ist. Dann presse ich es einfach ein und lasse das jetzt trocknen. Unser kleiner Glotz hier hat jetzt genug Zeit gehabt zum Trocknen und da müssen wir jetzt als erstes mal die Stirnseiten planfräsen. Ich benutze da hier diesen Planfräser und im Moment ist hier noch diese dicke Ahle dabei. Die ist für einen anderen Bausatz bestimmt, deswegen müssen wir das erstmal umbauen. Da ist hier ein Imbus dabei und da ist hier eine kleine Madenschraube. Und diese müssen wir jetzt einfach lösen und können dann hier dieses Teil schon rausnehmen. Dann schauen wir einfach, welcher Durchmesser hier gut reinpasst, beziehungsweise perfekt reinpasst. Das ist in dem Fall dieser hier. Und dann müssen wir einfach hier oben diesen Schneidkopf wieder hier drauf bringen. Was ganz, ganz, ganz wichtig ist, was ihr da beachten müsst, ist einfach, dass ihr hier diese Schrauben nicht so mega anzieht. Denn das ist halt eben nur diese kleine Madenschraube, die kann man dann schnell überdrehen. Ihr braucht hier nämlich auch nicht so viel Anpressdruck. Das dient einfach nur dazu, dass das Teil hier sich nicht durchdreht. Und dafür braucht ihr halt eben nicht so viel Anpressdruck von der Schraube. Gleich beidrehen und schauen, bis das Teil sich hier nicht mehr bewegen kann. Und dann einfach so ein ganz klein bisschen die Madenschraube aufdrehen. Wie gesagt, das muss wirklich nicht viel sein. Und das hier reicht dann auch schon. Als nächstes spanne ich mir dieses Teil hier in meinen Akkuschrauber ein. Auch hier wichtig, ich empfehle es euch wirklich, dass ihr das Teil in den Akkuschrauber spannt. Denn wenn jetzt hier unser Klotz, wie ihr hier so ein bisschen seht, ein bisschen schräg ist und ihr das in der Standbohrmaschine macht, kann es halt sein, dass ihr
das Teil hier raushebelt, sehr viel Hitze entsteht und euer Kleber sich wieder löst. Ihr braucht ja auch nicht so eine hohe Drehzahl, wie gesagt, so ein kleiner Akkuschrauber reicht hier vollkommen. Sollte nur festgespannt sein, das wäre praktisch. Die erste Seite ist schon plangefräst, das reicht auch schon. Und das machen wir jetzt auf der anderen Seite auch. Kleine Info hier so am Rande. Ihr könnt hier diese Schneiden auch mit einer Feile oder mit einer Diamantplatte wieder nachschärfen. Die Stirnseiten sind jetzt gut, die können wir jetzt drechseln. Auch dieses Teil hier können wir jetzt wieder auf unsere Mantel aufspannen. Das ist die erste Seite. Jetzt können wir einfach hier unsere Distanzhülsen holen. Dementsprechend auffüttern. Ich stelle mal die Messauflage in etwa auf Drehmittelpunkt. Schaue, dass hier das Holz nicht irgendwo aneckt. Und jetzt machen wir das als erstes mal rund. Als nächstes machen wir jetzt als erstes mal die Stirnseiten wirklich plan zu unserem Plangefrästen. Und dann gibt es etwas Wichtiges zu beachten, das zeige ich euch aber gleich. Als nächstes müssen wir das Material auf den Stirnseiten so weit runter drechseln, damit quasi die Breite hier diesen Gewinden entspricht. Die müssen wir nämlich gleich noch aufpressen, das ist das Besondere hier an diesem Bausatz. Und ihr müsst da nicht mal direkt messen, ich hole mir einfach ein Werkzeug. Das entspricht nämlich hier dieser Breite und anhand dessen werde ich jetzt einfach das Material runterdrechseln, bis auf die Hülse. Ich will die Formen etwa wie bei dieser Anreißnadel gestalten und eine kleine Info für euch. Ihr müsst euch vorstellen, dass hier diese Kappe hier später angeschraubt werden muss. Und dann müsst ihr halt einfach in diesem Durchmesser, das könnt ihr dann einfach hier in diesem Teil messen, das Teil hier, also unser Drechselobjekt, wirklich senkrecht drechseln und es darf nicht rund sein, sonst entsteht da so eine unschöne Lücke. Das nur mal so als Info. So, ich habe es jetzt bis zur Körnung 180 geschliffen. Ich will aber noch ein bisschen,
schaut die Oberfläche aus. Die Oberfläche schaut gut aus. Ich will jetzt aber noch ein paar Akzente setzen. Die mache ich auch jetzt erst, weil wenn ich die eben schon gemacht hätte, hätte ich mir die runtergeschliffen. So, Oberfläche schaut jetzt so aus. Jetzt hole ich mir wieder ein bisschen von meinem Wachs und trage das einfach auf. Das Ganze, den ganzen Überschuss hole ich jetzt wieder mit einem Stück Papier runter. Und die Drechselarbeiten sind somit schon fertig. Die Oberfläche sieht auch richtig schön aus. Das wird ein schöner Anreißen heute. Als nächstes müssen wir auch dieses Teil zusammenpressen. Und wenn ihr damit Probleme habt, holt ihr euch am besten immer mal die Teile, die dann verschraubt werden müssen. Holt euch zum Beispiel hier diese Kappe, schaut, okay, ja, hier kommt sie jetzt rein. Und dann wisst ihr auch schon ein bisschen, wo die Reise hingeht. Dieses Teil drücke ich jetzt hier drauf und werde es mit meiner Vorrichtung wieder einpressen. Der Zusammenbau geht auch relativ einfach. Da holen wir jetzt einfach hier diese Kappe. Schieben die hier unten auf. Unser gedrechseltes Teil können wir von oben aufschieben. Jetzt schrauben wir als erstes hier diese Kappe auf. Und die können wir jetzt noch auf unserem Stab einfach aufschrauben. Man sieht ja dann einfach bei diesem Teil die Gewinde und kann das dann ganz einfach aufschrauben. Ihr seht, unsere schöne Reißnadel ist jetzt fertig. Mir gefällt diese Form hier einfach richtig gut, deswegen habe ich so eine Art von Form wieder gedrechselt. Ihr könnt euch ja einfach hier so einen Screenshot im Video machen und dann die Form nachdrechseln, wenn die euch auch gefällt. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu diesem Teil hier habt, könnt ihr mir gerne das in die Kommentarfunktion schreiben. Aber ansonsten mega easy Projekt, dauert auch nicht so lange und man hat danach ein richtig cooles Produkt beziehungsweise ein richtig schönes Endergebnis, was man da noch sehr, sehr gut benutzen kann. Schön, dass du bis jetzt am Video dran geblieben bist. Ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag und sag bis zum nächsten Video. Ciao.